ordentlich eins auf die 12. Das Geräusch ist fast noch schöner als das Klingelbimmeln. Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du dann überhaupt hin? Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Deine Schnurrhaare und schnapp deinen Aktenkoffer, denn es geht ans Katzengericht. In dieser Staffel dreht sich alles um Klagen und Katzenklos. Die Bürolöwen. Neue Folgen jede Woche auf Bungle Pictures. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Thank you.
Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Danke. Hier haben wir eine Frage von Gyro aus Duckworth. Wie verbringst du im Panikraum am liebsten die Zeit? Vielen Dank für die Frage, Gyro. Ich kann mich stundenlang mit einem Flummi amüsieren. Einmal war ich davon so eingenommen, dass ich glatt die Zeit vergaß und geschlagene 16 Stunden lang den Ball hüpfen ließ. Danach musste ich erst mal Frischluft schnappen, was übrigens gar nicht so leicht ist. Sehr flüchtig, diese Luft. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. Zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Verwaltung, bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten.
Große fortgeschrittene Paniker. Es ist wichtig, immer einen Schritt voraus zu sein. Was meine ich damit? Tja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ihr könntet eine Falltür einbauen, um ungesehen zu entschlüpfen, euren Panikraum in einem Spiegelkabinett installieren oder ein Schild an die Tür hängen, auf dem steht: Bin gerade nicht da. Ha, das durchschaut niemand. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Hier ist eine gute. Welche Art Holz ist für die Möbel im Panikraum am besten geeignet? Ich würde sagen, mit Eiche kann man nichts falsch machen. Ein echter Klassiker und das aus gutem Grund. Ich persönlich mag auch Ahorn. Es ist schwer, sogar ein bisschen wasserabweisend und sagt sich einfach so schön. Ahorn. Häufige Fragen. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen.
Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Bevor ihr jetzt alle loszieht und eure Panikräume baut, vergesst nicht, ein Radio mitzunehmen, damit Harrison auch dabei sein kann. Sicher denkt ihr euch jetzt, aber Harrison, kann ich mit dem Radio nicht aufgespürt werden? Und die Antwort ist, wahrscheinlich ja. Aber die Harrison-Wolf-Show ist das Risiko wert. Und jetzt frohes Verstecken. Gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten.
Das Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus räumen. Die Jahresendwertung ist jetzt verfügbar. Bitte keine unerlaubte Panik. Das Studienjahr beginnt bald. War da nicht was, das wir mal machen wollten?